Gegen Ostdorf ist es immer schwer zu spielen. Mit hohen Bällen, die ist eine kampfstarke Mannschaft. Und da müssen wir erstmal dagegen halten. Das haben wir auch geschafft mit ein paar Konter. Ein paar müssen wir besser ausspielen, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Aber es war ein hartes Spiel und ein hartes Stück Arbeit. Ja, also über 90 Minuten hinweg, muss ich sagen, geht der Sieg für Ruben Bergen schon in Ordnung, weil in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich nicht wirklich gut im Spiel, haben den Gegner agieren lassen, ohne dass wir wirklich einen Zugriff aufs Spiel hatten. Schöner Freischuss zum 1-0 und das Beste an der ersten Halbzeit war, glaube ich, aus meiner Sicht der Halbzeitpfiff, weil da konnten wir uns nicht beschweren, dass es halt dementsprechend nur 1-0 stand. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, waren wir besser im Spiel, ohne uns am Anfang halt zwingende Torschancen rausarbeiten zu können. Ich glaube, so richtig aktiv sind wir erst nach dem 0-2 geworden, war natürlich ärgerlich, das Ding abgerutscht, der Schuss und einer köpft ihn dann halt am zweiten Pfosten rein. Aber danach sind wir dann halt ein bisschen präsenter geworden, mutiger, waren besser im Spiel. Und dann haben wir uns die eine oder andere Chance rausgearbeitet, aber der letzte Pass halt immer so ein bisschen gefehlt. Ja, spannend wurde es dann nachher nochmal nach dem 2-1, nach dem Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Und ich weiß nicht, wenn die Mauer halt den richtigen Abstand gehabt hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, der Freischuss von Torben, der wurde sogar ganz gut geschossen, wo der dann reingesegelt wäre. Aber so unterm Strich muss ich sagen, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, ist der Sieg schon in Ordnung. Also wir wollen überm Strich stehen. Kurzfristige Ziel wollen wir überm Strich stehen. Und wir gucken von Spiel zu Spiel. Ist zwar eine doofe Phrase, aber die nächsten Gegner, die müssen wir auch erstmal bespielt werden und die müssen wir auch erstmal niederringen. Und das ist jetzt das oberste Ziel, zu punkten, zu punkten, zu punkten.